Sind Sie eine Studentin oder ein Student, der eine Bachelor- oder Masterarbeit schreiben muss? Dann kennen Sie sicher das Gefühl, dass Sie nicht wissen, wo und wie Sie anfangen sollen. Im folgenden Gespräch wollen wir hören, welche Strategien und Tipps zum Erfolg führen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Video-Interview der ETH-Bibliothek. Mein Name ist Christine Bertsch und ich bin in der ETH-Bibliothek für das Thema wissenschaftliches Schreiben verantwortlich. Meine Interviewpartner sind Florian Dörfler. Er ist Professor für komplexe Regelsysteme am Departement für Informationstechnologie und Elektrotechnik. Und Verena Heberle, sie hat bei Professor Dörfler ihre Masterarbeit geschrieben und ist heute Doktorandin in seiner Forschungsgruppe. Frau Heberle, Ihre Masterarbeit hat im Jahr 2020 die Silbermedaille der ETH Zürich erhalten. Erzählen Sie uns doch bitte kurz, warum sie ausgezeichnet wurde. Also ich habe eine sehr theoretische Masterarbeit im Bereich Regelungstechnik absolviert, die gleichzeitig aber auch sehr praxisrelevant und innovativ für unser zukünftiges Energiesystem ist. Und ja, ich denke mal, dass eben gerade diese Schnittstelle von Theorie und Anwendung für unser Energienetz eine so interessante Masterarbeit zustande gebracht hat, ja, was eben dann auch die Masterarbeit schlussendlich so ausgemacht hat am Schluss. Herr Dörfler, welche Aspekte haben aus Ihrer Sicht dazu beigetragen, dass die Masterarbeit von Verena Heberle einen Preis erhalten hat? Nun ja, vor allem Verena Heberle selbst in dem Fall. Also ihr Fleiß, ihr Talent natürlich, ihr Wille zum Erfolg, aber ganz letztendlich vielleicht der Enthusiasmus, der dahinter stand, weil ohne Enthusiasmus und Spaß funktioniert nichts. Frau Heberle, wie haben Sie das Erstellen Ihrer Masterarbeit erlebt? Welches waren die Tiefpunkte? Wo hatten Sie echte Probleme? Und wie haben Sie diese gelöst? Ich denke mal, die typischen Tiefpunkte in der Forschung sind natürlich vor allem immer frustrierende Momente, wenn man eine gewisse Zeit, die durchaus lang sein kann, an verschiedenen Ansätzen oder Methoden gearbeitet hat. Und dann irgendwann merkt, dass es doch nicht geht und man eigentlich alles wieder verwerfen muss. Und auch solche Momente hatte ich natürlich während meiner Masterarbeit. Das war für mich damals auch eine Erfahrung, die ich natürlich noch nicht so oft gemacht habe als Studentin. Und es war dann auch nicht so einfach am Anfang eben mit diesen Frustrationen sozusagen umzugehen. Ich habe von meinem Betreuer einen sehr, sehr guten Ratschlag bekommen. Und zwar hat er mir dann damals gesagt, also zum einen klar, dass ich mir im Klaren sein muss, dass das einfach zur Forschung dazugehört, diese Rückschläge und auch zeitlichen Verluste. Aber dass man sich immer, wenn man so eine Situation durchlebt, auch danach reflektiert und überlegt, was man trotzdem aus der Zeit jetzt irgendwie gelernt hat oder mitnehmen kann. Und das hat mir dann eigentlich recht gut geholfen, mir das dem halt bewusst zu sein, dass man auch einfach, obwohl vielleicht eine Zeit irgendwie vergeudet erscheint, dass sie dennoch eigentlich irgendwas gebracht hat und man daraus irgendwas lernen kann und entnehmen kann. Und welche Highlights gab es? Was haben diese Highlights bei Ihnen ausgelöst? Ja, die Highlights natürlich sind dann die Gegenseite, wenn man quasi nach längeren Knobeleien und Herumprobieren um Überlegen dann irgendwann den Durchbruch schafft und dann halt einfach quasi Resultate produzieren kann, die quasi zielführend sind und die man sich auch gewünscht hat und die quasi dann eigentlich einfach zu neuen Erkenntnissen führen. Und ja, ich denke mal, solche Hochpunkte kompensieren dann auch die ganzen Täler, durch die man davor gegangen ist, weitaus aus, sodass man halt am Schluss des Tages dann auf jeden Fall glücklich aus der Sache rausgeht. Und wenn Sie jetzt zurückblicken, was haben Sie während des Schreib- und Forschungsprozesses gelernt? Und was haben Sie getan, um sich so zu entwickeln, um so eine hervorragende Arbeit schreiben zu können? Wie ich schon gesagt habe, auf jeden Fall dieser Umgang mit der Frustration, die Frustrationstoleranz zu entwickeln, auch die Reflexion quasi einfach anzuwenden nach solchen Phasen, das ist ein wesentlicher Baustein. Was ich auch gelernt habe, insbesondere auch im Zusammenarbeit mit meinen Betreuern während der Masterarbeit war dann, dass
wenn ich irgendwie ein Brainstorming-Meeting mit denen hatte oder einfach ja, eine Besprechung über meine wöchentlichen Fortschritte, dass man in diese Meetings auf jeden Fall gut vorbereitet reingehen sollte. Das habe ich so auch mitgenommen, weil dann konnte man am effizientesten diskutieren und hat eigentlich auch dann das beste Feedback bekommen, um das dann auch, um halt das Maximale einfach rauszuholen aus so einem Meeting. Denke ich, habe ich auch gelernt in der Zeit. Ja. Herr Dörfler, erinnern Sie sich noch an Ihre Bachelor- oder Masterarbeit? Wie ist es Ihnen damals ergangen? Ja, ich erinnere mich sehr, sehr gut sowohl an meine Bachelor- als auch meine Masterarbeiten. Ich habe das damals ein bisschen wie ein Sport genommen, das heißt als eine Herausforderung. Ich würde gern unbedingt dieses Problem knacken und lösen. Und wie die Verena gerade eben beschrieben hat, das wird dann sehr schnell auch zu einer Obsession und auch Frustration natürlich. Man denkt wirklich Tag und Nacht darüber nach. Und das Problem löst man typischerweise nicht am Schreibtisch, sondern irgendwann, was ich nachts im Schlaf. Oder auch nicht, das ist dann frustrierend. Eventuell löst man es und das führt dann natürlich zu viel Spaß, Erleuchtung und Freude. Und bei mir war nach der Bachelor- und Masterarbeit auf jeden Fall klar, ich würde gerne in der Forschung bleiben, einfach weil ich diese Herausforderung liebe, dieses Puzzlespielen, Probleme zu lösen. Und wenn Sie jetzt so vergleichen, was können Sie heute, was Sie damals noch nicht konnten? Damals hatte ich im Prinzip vor der Arbeit nur Wissen aus Kursen, aber ich wusste nicht, wie das Wissen konkret angewandt werden kann auf ein konkretes Problem. Ich habe auch nicht das große Ganze gesehen, wie hängt das alles zusammen, diese verschiedenen Elemente, die ich im Studium gelernt habe. Und eine interessante Sache, die mir vorher auch nicht klar war, ist, dass der schwierigste Teil einer Arbeit ist, die Fragestellung zu identifizieren. Ist nicht das gegebene Problem zu lösen, sondern das Problem erstmal so zu formulieren, dass es lösbar ist. Und was haben Sie getan, um sich so zu entwickeln, um gut und effizient schreiben zu können? Schreiben ist ein bisschen wie Klavierspielen. Wenn man nur anderen zuschaut, dann lernt man es nicht, wenn man ewig lang zuschauen. Also kurz gesagt, Übung macht den Meister. Iterieren, jemand geben zum Durchlesen, Kommentare sammeln und nochmal von vorne anfangen. Sie schreiben und publizieren ja viel. Welches ist da Ihr Geheimrezept? Können Sie uns neben den von Frau Heberle genannten Punkten weitere Tipps nennen? Können Sie die Frage präzisieren? Ist das die Frage konkret zum Schreiben oder zur Wissenschaft im Allgemeinen? Ja, schon mit Fokus auf Schreiben. Das ist ja alles miteinander verwoben. Okay. Sagen wir so, für die Wissenschaft im Allgemeinen ist eigentlich mein persönliches Credo, das Leben ist zu kurz für kleine Problemchen. Also wenn man etwas arbeitet, dann soll das wirklich ein Problem mit Hand und Fuß, ist etwas sehr Visionäres, Innovatives. Für andere Dinge verschwende ich meine Zeit typischerweise nicht. Und so tue ich eigentlich meine wissenschaftliche Probleme aussuchen, an denen ich arbeite. Und dann zum Schreiben. Gibt es da ein Geheimrezept? Ich denke nicht. Man muss es einfach tun. Also wie Sie vorhin gesagt haben, fleißig sein, Herzblut haben, immer dranbleiben. Das ist eigentlich genau. Das Geheimnis, oder? Und Themen bearbeiten, für die man Feuer und Flamme ist. Genau. Also kurz gesagt, ohne Enthusiasmus passiert nichts. Man kann so viel Talent haben, wie man will. Wenn man nicht begeistert ist davon und entsprechend sich dahinter klemmt, wird auch nichts passieren. Frau Heberle, Sie wurden während Ihrer Masterarbeit sowohl von Doktoranden in Professor Dörflers Forschungsgruppe als auch von ihm selbst betreut. Können Sie sich noch erinnern, wie Sie damals auf Ihre Betreuungspersonen zugegangen sind? Wie haben Sie es geschafft, dass diese Sie so gut betreut haben? Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern. Angefangen hat es eigentlich bei einem Lab-Apero, also vom Institut, und da habe ich mich mit einem Doktoranden, der dann auch mein Betreuer wurde, unterhalten, und er hat mir eben ausführlich über seine Forschung berichtet, und da hat mich dann eben gerade diese Schnittstelle von Regelungstechnik und die Anwendung auf unser Energiesystem sehr motiviert und sehr überzeugt, sodass ich dann, ich glaube, das war dann ungefähr ein halbes Jahr später oder so, ihn auch direkt kontaktiert habe,
für eine mögliche Masterarbeit mit ihm. Und er hat dann auch eingewilligt, habe ich mich sehr gefreut und hat dann auch direkt noch Kollegen von ihm gleich mit ins Forschungsteam geholt, sodass wir dann genau auch unter Beratung von Professor Dörfler eine wirklich motivierte und runde Forschungsgruppe waren. So hat das Arbeiten Spaß gemacht und ich denke, das war eigentlich auch so der Hauptpunkt. Einfach die Motivation von allen Seiten war da und somit hat es dann einfach auch zu erfolgreichem Fortschritt geführt. Mhm. Und hatten Sie in Ihrer Zusammenarbeit mit Ihren Betreuern ein Geheimrezept? Was können Sie anderen Studierenden raten, aber auch den Betreuungspersonen? Worauf sollen diese besonders achten? Ich denke, wie ich vorher schon gesagt habe, eigentlich so das Hauptgeheimrezept in Bezug auf die Zusammenarbeit stellt für mich wirklich eine sehr, sehr gut vorbereitete, stellen für mich sehr gut vorbereitete Meetings dar. Denn die Zusammenarbeit läuft nun mal in diesen wöchentlichen Meetings ab, die man während der Masterarbeit hat. Und ich selber habe die Meetings sehr, sehr detailliert vorbereitet. Ich habe einfache PowerPoint-Slides jede Woche vorbereitet, um meine nächsten Schritte zu präsentieren, um meine Ergebnisse zu präsentieren, um meine Probleme zu präsentieren. Und dadurch, dass das dann halt einfach grafisch im Raum stand, dass alle auf dem gleichen Stand waren, jeder genau abgeholt war, um was es gerade geht, war dann einfach die Diskussion und das Brainstorming am effizientesten, weil alle genau wussten, um was es geht und ich konnte somit auch am meisten mitnehmen aus der ganzen Sache. Mhm. Genau. Man hat es nicht nur irgendwie mit Worten in Sachen umschrieben, sondern es war einfach alles immer schön greifbar für alle. Mhm. Herr Dörfler, wenn Sie Studierende bei Ihren Bachelor- und Masterarbeiten betreuen, was fällt Ihnen da auf? Welche Probleme beobachten Sie häufig? Nun ja, eine Projektarbeit ist im Prinzip wie ein Startup. Es hängt nur von einem selbst ab, was rauskommt. Man kann die Schuld nicht auf irgendeinen anderen schieben. Und das stellt viele Studierende vor Herausforderungen, nicht technischer Art, sondern bezüglich anderer Qualitäten wie Selbstorganisation, Zeitmanagement, Unabhängigkeit, sich präsentieren können in Meetings, in Präsentationen, aber auch schriftlich. Auf viele dieser Fähigkeiten wurden sie vorher nie geprüft und haben sie nie trainiert. Und das war häufig für viele das erste Mal. Mhm. Und da steckt jetzt nichts Besonderes heraus, aber allgemein diese Art von Fähigkeiten zu entwickeln. Mhm. Innerhalb sehr kurzer Zeit auch. Genau, genau, ja. Und das ist natürlich auch unglaublich wichtig, denke ich, diese Fertigkeiten zu trainieren. Und das ist auch vielleicht der Hauptbenefit von so einer Arbeit. Nicht so sehr, was nachher rauskommt bezüglich den technischen Resultaten, sondern mehr die persönliche Entwicklung. Mhm. Ja. Und wenn wir jetzt doch noch einen Blick auf das Proposal werfen, wenn Sie jetzt so ein Proposal erhalten, worauf achten Sie da besonders? Zuerst muss ich sagen, wir erhalten sehr selten Proposal. Normalerweise schreiben wir Proposal aus und haben auch genügend zur Auswahl, auf die sich die Studierenden dann bewerben. Für den Fall, dass wir Proposal erhalten von Studierenden, was ist mir besonders wichtig? Ich möchte sehen, dass die Leute dafür brennen, dass sie sich dafür begeistern und dass sie auch in der Lage sind, dieses Problem unabhängig zu attackieren. Weil typischerweise das Proposal ist über ein Thema, was jetzt mich persönlich nicht besonders interessiert, sondern wirklich von den Studierenden kommt. Und da möchte ich sehen, okay, die brennen dafür und die lösen das unabhängig. Mhm. Mit unabhängig der Consultant. Mhm. Mit unabhängig meinen Sie selbstständig lösen? Genau. Mhm. Ja. Und dann bei der Arbeit selber, bei der Bachelor-Masterarbeit selber, worauf achten Sie da besonders? Eine Sache, die mir wichtig ist, wenn ich im Nachhinein Arbeiten evaluiere, ist, wie viel Hilfestellung mussten wir geben und umgekehrt, wie selbstständig haben die Kandidaten ihre Lösungen erarbeitet. Das ist mir sehr wichtig. Frau Heberle, was raten Sie anderen Studentinnen und Studenten? Auf welche Aspekte sollen sie bei ihrer Bachelor-Masterarbeit besonders achten? Sowohl zu Beginn der Arbeit, aber dann auch während der Arbeit? Ich denke, zu Beginn, wie auch Herr Professor Dörfler vorher schon gesagt hat, am allerwichtigsten ist, dass man wirklich für das Thema brennt, dass man motiviert ist und voll überzeugt ist und Spaß dran hat. Weil genau, die Motivation, das ist das A und O. Dann ist man nämlich auch bereit, die ganzen Täler und Hügel quasi zu überwinden und durchschreiten.
Und deshalb, ich denke, die Themenwahl ist wirklich sehr, sehr essentiell. Außerdem denke ich, ein Stück weit sollte man schon auch darauf Wert legen, wenn man sich mit quasi nach einem Thema umsieht und dann so mal die erste Kontaktaufnahme zu möglichen Betreuungspersonen hat, um einfach auch ein bisschen rauszufinden, ob man ungefähr auf einer Wellenlänge steht mit den Betreuungspersonen. Ich denke, das ist auch sehr wichtig. Ich habe in meinem Fall da wirklich einen Volltreffer gelandet. Das hat super gepasst. Wir hatten einfach ein harmonisches Forschungsteam und ich denke, das ist auch eine sehr, sehr wichtige Basis, damit einfach auch so eine Arbeit quasi erfolgreich werden kann. Mhm. Und ja, ein weiteres wichtiges Tool oder eine wichtige Sache, denke ich, ist auch noch, dass man während so einer Masterarbeit oder einer Bachelorarbeit immer gut dokumentiert, also dass man einfach seine Zwischenresultate, seine Notizen nicht nur auf 1000 verschiedene irgendwelche Schmierzettel sozusagen schreibt, sondern auch immer wieder, ich habe quasi so für mich selber so Updates-Sheets geschrieben, direkt schon auch gleich in LaTeX am Computer, sodass ich zum Schluss dann beim Verfassen von meinem Schlussbericht einfach dann auch ziemlich schnell das meiste 1:1 übernehmen konnte und eigentlich auch durch die ganze Masterarbeit hindurch halt einen super Überblick über meine ganzen Sachen hatte, weil ich alles sauber dokumentiert habe. Ich denke, das ist auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt. Mhm. Herr Dörfler, möchten Sie da was ergänzen? Nein, ich glaube, der wichtigste Punkt wurde genannt, also zuerst die Begeisterung, das ist das A und O, das Matching, das muss einfach passen zwischen den Personen. Ein Tipp, den ich den Studierenden mit auf den Weg geben kann, wir erwarten, dass sie selbstständig arbeiten, umgekehrt können sie auch von uns erwarten, dass wir ihnen als Consultants an der Seite stehen, das heißt, sie sollten auch uns als Ressourcen benutzen und sich gut überlegen, wofür sie die Zeit, die wir für persönliche Interaktionen haben in Meetings, nutzen wollen. Welche Fragen wollen Sie stellen? Mhm. Mhm. Ja. Und jetzt Frau Häberle und Herr Dörfler, welche Dienstleistungen beziehen Sie von der ETH-Bibliothek beziehungsweise haben Sie im Rahmen Ihrer Masterarbeit bezogen? Soll ich zuerst? Oder? Ja. Ja, ich habe eigentlich im Wesentlichen die Online-Library verwendet. Von der ETH-Bibliothek. Ich finde, die bietet eben ein sehr umfangreiches Portfolio. Also man kann da eben sehr, sehr viele Werke, Literatur, Bücher nachschlagen, insbesondere wenn es auch um theoretische Grundlagen geht, fand ich das sehr hilfreich. Da habe ich mich also wirklich sehr häufig bedient. Und das kann ich auch den Studenten empfehlen, weil das ja eigentlich ein super Angebot ist, dass wir da quasi kostenlos auf so ein großes Nachschlagewerk zurückgreifen können. Also Sie meinen elektronische Zeitschriften, Datenbanken? Ja, und auch einfach vor allem quasi die online oder digitale Versionen von Büchern auch. Mhm. E-Books. Ja, in meinem Fall waren es jetzt weniger Zeitschriften als vielmehr halt auch einfach theoretische, mathematische Bücher in digitaler Form. Ja, ja. Herr Dörfler? Ich möchte dem jetzt nichts hinzufügen. Ich stehe genauso wie Verena, würde ich sagen, die Online-Bibliothek ist das Wichtigste. Wir sind aber nicht nur Nutzer, wir tragen auch dazu bei, indem wir natürlich Entwürfe unserer Arbeiten, die wir schreiben, dort online stellen auf die ETH Research Collection. Und das ist natürlich auch eine wunderbare Plattform für uns, um entweder schriftliche Arbeiten oder Code der Welt mitzuteilen. Und nun zum Schluss noch, welche sind die drei wichtigsten Tipps, die Sie den Studierenden, die eine Arbeit schreiben, mit auf den Weg geben möchten, Herr Dörfler? Zwei davon haben wir schon mehrmals genannt, ich möchte auch wiederholen, nämlich Begeisterung für das Thema, Matching, es muss passen mit den Betreuern, Betreuerinnen. Ich denke, mit diesen zwei kommt man schon sehr weit. Mir fällt momentan kein dritter ein, spontan. Ich kann da Frau Häberle helfen. Vielleicht noch strukturiertes Arbeiten und einfach eine gute Vorbereitung auf Meetings mit den Betreuern, um dann einfach auch quasi in der geringen Zeit von so einem Meeting das Maximale rauszuholen, um weitere Tipps und Feedback zu bekommen. Mhm. Vielen Dank, das hat mir gefehlt. Effizientes Zeit. Ja, ich denke, das Planen ist ein sehr wichtiger Faktor in so einem Projekt. Ja.
Wenn Sie als Studentin oder Student die prämierte Masterarbeit von Verena Häberle lesen möchten, können Sie dies in der Research Collection der ETH Zürich tun. Sie ist dort Open Access verfügbar. Florian Dörfler, Verena Häberle, vielen Dank. Danke Ihnen. Gerne auch, danke schön. Ja.